Ja, liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer, liebe Freunde dieses Videoblogs, den ich ja im März begonnen habe, zusammen mit dem Cannstatter, während des ersten Lockdowns und nun nicht mehr ganz so regelmäßig wie im Frühjahr jeden Tag, aber doch immer wieder mal weiterführe. Ein schwieriges Jahr neigt sich dem Ende. Es ist jetzt Silvester, Altjahrsabend, noch etwa 2 Stunden, bis das neue Jahr beginnt, von dem wir alle hoffen, dass es ein Jahr irgendwann der Erleichterung sein wird. Corona hat uns dieses Jahr sehr beschäftigt. Manche Menschen betrauern wir, die mit oder an Corona verstorben sind. Und uns Kulturschaffende hat es auch in besonderer Weise getroffen, da wir während der beiden Lockdowns praktisch nicht mehr tätig sein konnten. Im Frühjahr, während des ersten Lockdowns, habe ich die Zeit genutzt, um ein kleines Buch in einer Reihe, die der Wartberg Verlag, der nichts mit dem Pforzheimer Wartberg zu tun hat, herausgibt. Und diese Reihe heißt Dunkle Geschichten aus Pforzheim, zu schreiben. Also die Reihe heißt Dunkle Geschichten aus Karlsruhe, Dortmund oder wie auch immer. Und ich hatte also den Auftrag, dieses kleine Büchlein zu verfassen. Schön und schaurig ist der Untertitel, aber auch nachdenklich sind manche dieser Geschichten, die so die Zeit der letzten 200 Jahre beleuchten und die ja teilweise auch von mir schon länger recherchiert wurden, denen ich begegnet bin, im Vorfeld auch meiner Führungen, meiner historischen Kriminalfälle und so weiter. Im Oktober ist das Buch schon erschienen. Es hat lange gedauert, bis es Besprechungen gab. Es ist irgendwie alles anders dieses Jahr. Und ja, gewidmet habe ich es meiner guten Freundin Kirsten Klein, die selber ja auch schreibt. Und insgesamt sind es, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Geschichten. Ich hätte es auch fast schon so gesagt. Die beginnen mit die Grüfte der Schlosskirche als Tatort. Ein Kriminalfall, der im späten 18. Jahrhundert spielt, kurz vor Ausbruch der Französischen Revolution sozusagen, in dem dann in die Gruft eingebrochen wurde von Menschen, die also die Toten ihres Silberschmucks zum Beispiel beraubten. Dann geht es um das Thema das Russenkreuz im Oststadtpark, letztendlich um die Seuchengeschichte Pforzheims. Und dieses Kreuz ist also 1805/6 nach einer Typhusepidemie aufgestellt worden. Das Thema schwarzer Schmuck in dunkler Schutzkammer führt uns in das Schmuckmuseum des Reuchlinhauses. Gerade im 19. Jahrhundert war schwarzer Schmuck als Trauerschmuck vor allen Dingen sehr beliebt. Keine Fahrt in die Hölle führt uns in den Isbringer Tunnel, der also der erste Eisenbahntunnel im Pforzheimer Raum war und der 1859 sozusagen seiner Vollendung entgegensah. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden dann auch immer mehr Fotografen, auch in Pforzheim, sesshaft, also haben hier ihre Geschäfte eröffnet und dann in die Dunkelkammer mit der Platte. Einige Geschichten und Bilder darum ranken sich. Besonders schön auch ist hier dieses Bildstudio mit Glasatelier in der Enzstraße, also heute Jörg-Rathgibbs-Straße, des Fotografen A. Schmidt mit DT. Und man kann hier sehr schön sehen, wie dieses Glasatelier, wie diese frühen Kinostudios, also Stummfilmstudios, mit Naturlicht und großen Glasfenstern gearbeitet haben. Ein besonderes Phänomen in Pforzheim waren Straßen und Plätze zur Mittagsstunde schwarz vor Menschen, also dass immer zur Mittagszeit die vielen Pendler, die Rassler, quasi, wenn das Wetter gut war, ausgesperrt wurden, damit sie nicht in Versuchung gerieten, so heißt es. Und die Menschenmassen waren daneben in der Stadt. Der eiserne Kanzler, das ist Bismarck, heute steht das Denkmal im Stadtgarten, als Baummörder auf Raten. Als man das Denkmal kurz nach 1900 aufgestellt hat, ganz genau im Jahre 1900, im Juni, waren nicht nur Tausende von Menschen bei der Aufstellung dabei, sondern man stellte es neben eine historische Linde, die also angeblich ja, 1622 beim Auszug der 400 Pforzheimer
gepflanzt worden sein soll. Diese Vierner Pforzheimer ist ja eine ganz besondere Geschichte von sich einsetzen für Fürst, Volk und Vaterland bis zum letzten Mann. Und ich gehe nochmal zurück mit dem Blatt. Also dieses schwere Denkmal hat dann dafür gesorgt, dass die Linde abstarb, also weil es eben auf das Wurzelwerk drückte. Also hat Bismarck einen Baum ermordet. Interessant auch, Kriminalität ist ja nicht nur Wirtschaftskriminalität und Großkriminalität und Mord und Totschlag, sondern es gibt halt auch viel Kleinkriminalität. Und da habe ich mir mal den Ersten Weltkrieg angeguckt, das letzte Kriegsjahr, was es da so alles gab an Geschichten, an Unterschlagungen, an Organisationen von irgendwas, Gelegenheit macht Diebe. Eine Postangestellte zum Beispiel hat Briefe geöffnet und Geld herausgenommen. Ja, und eine andere Frau hat sich im Hotel Sauter, heute ist da immer noch ein Kino, in der Bahnhofstraße, Sie sehen das hier in der Mitte, das ist das Hotel Sauter, das ist die spätere Polizei, das Großherzoglich-Badische Bezirksamt mit seinem Turm. Sie ist da einfach untergekommen und abgestiegen und hat die Zeche geprellt und danach kam sie 3 Wochen ins Gefängnis und hatte zumindest für diese 3 Wochen keine Sorgen mehr, wie sie sich ernähren sollte. Es waren halt wirklich schwierige Zeiten. Black People und ein neues Lebensgefühl führt in die sogenannten wilden 20er Jahre. Die Frage auch, wann sozusagen das erste Mal in Pforzheim Menschen anderer Hautfarbe auftauchten oder wann sie auch zum Teil imitiert wurden, wie hier beim Traum des Goldschmieds, wo auch eine Afrikanerin mit Leopardenfell zu sehen ist. Und auch am Haus von Kolmar und Jordan, da findet man im Erweiterungsbau verschiedene Porträts der einzelnen Kontinente. Als ich vor Jahren eine Zeitungsgeschichte geschrieben habe über die Pforzheimer Zeitungen, das erschien damals im Pforzheimer Kurier, bin ich auf diese Schlagzeile gestoßen, und zwar: Eine halbe Stunde lang tote Stadt. Da geht es um die erste Luftschutzübung, die es in Pforzheim gab. Und zwar im November 1937. Und sehen Sie, so sah der Titel aus, Luftschutzübung in Pforzheim. Ja. Und wenn man dann weiß, was später geschehen ist, keine ganzen 8 Jahre später, war es nicht nur eine halbe Stunde lang, sondern ganz viele Tage, Wochen und Monate lang mehr oder weniger eine tote Stadt mit nur wenigen Menschen, die darin leben konnten, dann wird einem ganz anders. Ein mir besonders am Herz liegendes Thema ist die Pforzheimer Pietà. Das ist eine Geschichte, die in der Luisenunterführung am Luisenplatz spielt und wo die Künstlerin Gisela Beer, damals eine junge Pforzheimerin, später eine bedeutende Bildhauerin, ein Erlebnis hatte, aus dem sie dann eine Figurengruppe schuf, 2 Elternteile, Vater und Mutter, die um einen toten Sohn trauern. Ja, diese Geschichte ist wirklich sehr anrührend. Der Schlosskirchenmeier, Alfons Kirchenmeier, hatte große Verdienste um die Rettung der Schlosskirchenruine, der Altstadtruine, der Barfüßer Ruine. Und er hat allerdings die Eröffnung der Schlosskirche als Kirche im September 57 nicht mehr erlebt. Allerdings hatte er dafür gesorgt, dass ein Stein der Kathedrale von Coventry in die Schlosskirche eingemauert wurde und auch umgekehrt. Wir haben das in den 90er Jahren auch mal nachrecherchiert. Auch gab es damals noch den Kulturamtsleiter, ehemaligen Hermann Wahl, der noch versucht hat, mit Zeitzeugen zu sprechen. Man konnte aber nicht mehr herausfinden, wo. Es gibt aber einen Briefverkehr. Aber man konnte nicht herausfinden, wo dieser Stein eingebaut wurde in der Schlosskirche nach dem Krieg. Schwarzkittel ist ein anderer Name, das ist ja auch ein dunkler Name, für Wildschweine. Und mit Wildschweinen hat Wildpark alles begonnen in den 60er Jahren. Auch die Geschichte wird erzählt und da ist sogar ein kleines Foto drin von mir und einer Klassenkameradin aus der Grundschule und auch später aus dem Gymnasium. Und sie wurde eine ganz bekannte und bedeutende Pianistin. Und wir sammeln dafür die Tiere des Wildparks mit Sammelbüchsen vom Roten Kreuz
und sind in der Kinderballettgruppe von der Pforzheimerin Anja Römer-Hahn, die also von den 60er Jahren bis in die 80er Jahre hinein eine Ballettschule in Pforzheim betrieben hat und eine große Freundin des Wildparks war. Ein schwarzer Engel ist ausgeflogen, schildert eine Geschichte des galvanoplastischen Engels auf dem Pforzheimer Hauptfriedhof an der Hauptallee, das Grabmal der Familie Unterecker und warum dieser Engel verschwand. Und schließlich eine Geschichte, die noch gar nicht so lange her ist, die schwarze Villa in der Friedenstraße mit Herrn Saro, der also die Idee dazu hatte, das Haus komplett, so ganz komplett war es nicht, denn die Rückseite zur Nackelt hin war nicht schwarz angemalt, aber ansonsten war alles schwarz, das Dach, die Fensterscheiben und so weiter. Und was das bewirkt hat und wie ich das sehe, das kann man in diesem kleinen Artikel finden. Das ist ja sogar ein Kriminalroman, ein historischer, über diese Geschichte geschrieben worden. Ja, also das sind die Geschichten, die ich hier versammelt habe aus dem Schatz meiner vielen, vielen Geschichten. Ja, und vielleicht haben Sie ja Lust, sich dieses Buch mal anzuschaffen und vielleicht auch irgendwann in der Stadtbücherei auszuleihen. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes neues Jahr und uns allen einen langen Atem und viel Hoffnung, dass wir es packen, alle zusammen. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Schulze.